Okay. Ich speichere, wenn er da ist. Speichern wir mal hier drauf. Und dann versuch trotzdem nach unten zu lenken und ein bisschen zu springen dabei noch. Das war schon knapp. Das war schon besser. Diesmal habe ich was anderes versucht. Diesmal habe ich versucht, nach oben zu lenken. Wie machst du das überhaupt so lange, dass du so lange auch drauf bleibst? Button-Mashing. Was ist, wenn du einfach nur nach links drückst? Lol. Also die Belohnung kann man auch so kriegen, ne? Aber wer macht das schon? Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, da ist der Spike voll leichter. Es hat mich interessiert, ob es wirklich geht. Ich hatte schon diese Vermutung, weißt du? Letztes Mal sind wir rechts lang gegangen, diesmal müssen wir links lang gehen. Okay. Aber scheiße, ich habe alles voll. Ich habe zu viel Waffenenergie positioniert. Definitiv. Und er gibt auch nochmal was. Schon viel zu viel hier an Waffenenergie. Okay, das geht auch so. Das kann man sich mit Balloon vereinfachen. Aber ich mache das jetzt mal so. So. Ja, das würde ich mit Balloon zu. Oder mit Coil? Kann man das mit Coil machen? Ich teste mal. Nee, zu. Nur von da, aber dann ist man zu hoch. Dann klatscht. Von hier klatscht du gegen die Stacheln, glaube ich. Ja. Ja, stimmt. Ja, mit Balloon müsstest du es auf jeden Fall. Und mit Bayer könnte man es machen. Wenn man die Gegner tötet. Ja, aber. Aber das ist nicht zu empfehlen. Balloon ist nicht so verschwenderisch. Ja, ich nehme jetzt gleich auch Bayer. Ich wollte nur. Balloon. So. Übrigens, für alle, die es nicht wussten, wenn man viel auf den Balloon springt, drückt man ihn wieder nach unten. Deswegen kommt man manchmal mit dem Balloon, wenn man so oft darauf rumspringt, nicht so hoch, wie man es eigentlich gern hätte. Das ist richtig. So. Da 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 da. Ja, der war schwierig. Den musstest du mit dem Ballon machen, wenn du es perfekt machen willst. Okay. Oder wenn ich rechtzeitig abschießen, gut. Ja, ich meine die Lücke. Oder mit Coil. Ja, aber gerade theoretisch kannst du auch mit Coil machen, ja. Aber ich mach's mit Ballon. Weil es dann nicht so verschwenderisch ist, ne? Genau. Woher wusste ich das? Kann sein, dass man sogar rübersliden kann, wenn man es irgendwie perfekt macht. Ja, das macht, geht. Aber für einen perfekten Pixel geht das. Aber es ist nicht zu empfehlen. Ja, und da sind wir schon wieder. Bei einer Farmstelle. Wozu braucht man hier eine Farmstelle in der Stage, ne? Du brauchst im ganzen Overlord 2 keine Farmstellen, aber es gibt immer wieder welche. Viele Leute, die sich beschweren. Aber das ist kein Problem, Nowitch. Ja. Eigentlich überhaupt kein Problem. So, hier noch die Ballmaschine, die auch total easy ist. Der einzige Raussprung, den ich bewusst, absichtlich eingebaut habe, ganz provokant, so nach dem Motto, hier ist der einzigst richtige Raussprung, der klassische Raussprung, den man, wie man sie aus Overlord 1 kannte. Ja, den du eingebaut hast, aber ich habe auch ein paar eingebaut. Ja, genau, es war von meinen denen. So, gut.
und die Ballmaschine. So. Stimmt, Ring ist ja die Schwäche davon. Aber wir wollen ja mal sparsam hier bleiben. Taco Trash. Oh. Wollen wir mal kurz safen, weil ich weiß nicht, wo ich zuletzt gespeichert habe. Wow, bleib mal cool, mein Freund. Kein Grund, hier rumzutrashen. Kannst du auch ohne Tacos trashen. Taco Trash ist in dem Fall sowas wie... wie Octopus Müll. Okay. Da ist einer Fachmann. Ja, Taco heißt so viel wie Octopus auf Japanisch. Und Trash ist ein eindeutig englisches Wort, von daher. Und Trash heißt Müll, Abfall. Also Octopus-Abfall. Ah, es gibt nicht nur... Der hat ja auch so ein Octopus-Gesicht. Es gibt auch Trash in Form von Schlagen. Nee. Ist auch ein englisches Wort. Wird aber anders geschrieben, was du meinst. T-A-R-S-H. So wird das Trash im Sinne für Schlagen geschrieben. Nee, ich glaube, das ist T-H. Ja? Glaube. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, müssen wir mal nachgucken. Aber ich glaube, Trash an sich ist immer nur Müll. Abfall. So. So. Jetzt mal. Geh ich mal diesen Weg hier, ne? Letzter bin ich den anderen Weg gegangen. Beide Wege sind gleich, von daher ist es scheißegal. Ich bin, glaube ich, letztens den einen gegangen. So. Oh. Schau mal, da gibt's was Schönes. Ganz Ballon aufladen. Ja, dann verfehlt es, aber ich glaube, es gibt sowieso noch Waffenenergie, oder? Weiß ich nicht, ich glaube ja. So, okay. Oh. Okay, es gibt genug Waffenenergie. Also, auch hier kann man sein Waffenmenü komplett voll haben. Ja, extra, weil ja die Green Aether kommen. Schau mal, nochmal eine Waffenenergie. Und eine Lebensenergie. Also für den Fall, dass wirklich jemand verschwenderisch war, gibt es hier nochmal genug Waffenenergie eigentlich. Vor allem da 90% der Leute da wissen, das ist die Great 8 Stage. Hier könnte ich eigentlich hauptsächlich die Bosswaffen gebrauchen, falls ich sie benutzt habe. Ah, ich muss jetzt nicht drüber springen. Du könntest auch einfach die Leiter greifen und oben mal abwarten. Ich will jetzt drüber springen. Dann spring drüber. Aus Prinzip. Springst immer viel zu spät. Oder zu früh. Wenn das überhaupt geht bei der Höhe. Natürlich geht das. Sicher? Sicher. Schon mal getestet? Schon mal getestet. Okay, das muss aber echt ein knapper Sprung sein. Oh, tatsächlich. Gut. Eigentlich ist es jetzt völlig Schwachsinn, nicht in dieser Stage noch irgendwas auf Noe zu zeigen, aber ja, weil die Bosse wurden alle nicht verändert. Wir machen einen kurzen Cut und dann, ja, geht's weiter. So, her mit dem ersten. So, jetzt gehen wir mal extra unsparsam mit der Waffenenergie um. Ach ja. Ich meine, es ist klar, dass wenn man jetzt hier keine Waffenenergie nutzt, dass man dann volle Waffenenergie hat in der nächsten Stage. Weil, ja, du hast jetzt volle Waffenenergie und wenn du keine nutzt, solltest du irgendwie zu wenig haben in der nächsten Stage. Ja, genau. Das wäre irgendwie total schwachsinnig. So. Wir haben ja gezeigt, dass jeder Bossbuster ohne nie möglich ist. Von daher. Ja.
So, hier drin müsste Brightman sein. Ach ja. Es gibt bestimmt irgendeinen Schlaumeier, der jetzt meint, das glaube ich euch jetzt aber nicht, dass in der nächsten Stage man ein volles Waffenenergiemenü haben kann. irgendwie stelle ich mir gerade so einen Kommentar vom Xi unter diesem Video vor. Bring mich nicht zum Lachen! Mann, du Arschloch! Ich kann nichts dafür, das ist halt jetzt echt so mein Gedanke, weißt du? Dass der Xi so provokant dann schreibt, ja, jetzt habt ihr aber nicht gezeigt, dass man den nächsten Arschloch sagt. Sag doch noch extra, weißt du? Ja, weißt du? Mit dem fies guckenden Smiley am besten noch. Einfach nur zur Provokation. Und dann noch so ganz provokant hinter dem Satz, das glaube ich euch also jetzt gar nicht. Ja, genau. Nehmt es doch bitte nochmal auf. Ja, genau. Oh, gute Mann. Idee. Eieieiei. Okay. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das passt zur Charakteristik von Xi. Ja, dann macht das gerne, der Xi. So. Nein. Hier war Toadman drin, ne? Ja. So, komm her. Du weißt, wie es geht, es ist halt auch mit Türmen kein Problem. Man darf halt bloß nicht dauermeschen. Das stimmt, ja. So, Wingman. Genau. Ringman-Waffe. Darfst du die ganze Zeit machen? Okay, tschüss. Das war witzlos. Und jetzt Pharao mit für Ringman. Genau. Und selbst wenn man Pharao hier benutzt, reicht die noch für den Endboss. Weil Pharao Omen verbraucht sich so wenig. So. Brightman hilft aber nicht gegen Pharao Omen, ne? Ja, das ist ja. Die einzige Waffe, die du noch nicht benutzt hast. Du solltest es mal probieren. Ich glaube nicht, also auf keinen Fall ist es Brightman. Das wird bestimmt nicht helfen. Ne, glaube ich auch nicht. Seltsam. Irgendwie scheint er sich nicht mehr zu bewegen. Ist der Boss verbuggt? Ja, wahrscheinlich. Bestimmt ist die Brightman-Waffe einfach verbuggt und deswegen. Ja, genau. Zum Glück kann man den Boss noch töten, sonst wäre das ja ein Dead End. Ja, ja, definitiv. Oh, das war interessant. Kein Not. Gut. Was mit Brightman kein Not in die kriegt? Oh Gott. Wirklich. Ich bin ein Alter. Simon. Ich bin ein ganz klarer Typ, ich weiß. Oh. Nee. Ich mach meine Augen wieder auf, wenn du es nur heute gemacht hast, ne? Kann ein bisschen dauern. Aha. So, kannst wieder aufmachen. Ja, so, dann der Boss hat auch Schwächen. Ja, die nehmen wir auch mal. Einfach mal so. Du hast ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass du das auch nie hinkriegst. So, jetzt mache ich den mit Schwäche. Ui. Thank you.
Mann, was für ein spannender Boss gerade. Jo, der Boss ist echt schwierig, also... Puh. Mit der Phase 2 sehe ich ja ein, dass es schwierig ist. Für Anfänger. Phase 1 ist Hardcore. Bei Phase 1, da muss man halt echt die Power haben. So. Na gut, Noid ist ein bisschen... Ja. Noid ist dieser Boss ein bisschen schwierig. Möglich. Und im Notfall kannst du immer noch unter ihm drunter durchsliden, weil du da sicher bist. Stimmt, aber ich will jetzt nicht 100 Jahre brauchen, deswegen will ich es ein bisschen schnell machen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, du kennst mich. Ja, ich weiß. Danke sehr, so. Und dann musst du gleich noch Toadman. Ach nee, hast ja kein Toadman mehr, so ein Mist aber auch. Scheiße, jetzt kann ich das Spiel nicht schaffen. Ich brauch Toadman gleich noch. Phase 3. Ja, genau, Phase 3. Los, jetzt Toadman, hau es raus. Warte mal. Du kannst du noch eine andere Waffe nutzen? Vielleicht? Das will ich gerade testen. Wenn ich den schon mal so abschieße? Nee, das ist dagegen war er immun. Scheiße. Oder? Ganz schief. Naja, ich glaube, wenn es mit Skullchief kommt, würde ich gar nicht an ihn drankommen. Vielleicht mit Pharao hin. Ne, da ist er immun gegen. Ah, schade. Ich glaube, sonst ist da nichts. Brightman wird nichts bringen. Ne, hält die Kapsel nur an. Lol, es hält die Kapsel an, das ist doch gut. Ich bin epischer Typ, ja, ich weiß. Du verhinderst einfach, dass der Boss gewinnt. Ist der Boss abgeholt. Na, es ist okay. Draufgekackt. Ja, Hauptsache du hast es geschafft. Okay, letzte Stage. Ja, die ist jetzt Noid natürlich unmöglich. Das stimmt, ja. Vor allem, man hat auch keine Waffenenergie, um jetzt den Pharao-Shot wieder aufzuladen. Wir hatten ja verbraucht. Das ist natürlich blöd. Ach, Moment, was ist denn das da? Das ist Instant Death, ist doch klar. Ja. Das darf's nicht berühren. Ich sehe, hier war die Waffenenergie für die Toadman-Waffe. So. Ja, keine Ahnung, was könntest du noch gebrauchen? Brightman, Diveman? Damit es noch was hat, Toadman. Gebe ich was für Brightman. Und ja, geben wir noch was für Skull, genau. Und gut, kurzer Schnitt. Tja, ich würde mal sagen, das ist jetzt das Finale. Das endgültige, absolute, endgültige Finale vom Finale. So, wie man sieht, ist das kein Problem. Hier. Ja. Das ist natürlich nicht richtig gestanden. So. Das ist auch kein Problem. Den kann man auch ohne irgendwelche Items machen, theoretisch. Genau. Ist ein Pixel Jump. Das ist wirklich ein Pixel Jump. Stimmt. Und ja. Ansonsten, ich finde es echt. Ich mag die Stage. Hat mich gefreut, dass ich so viele Ideen hatte, nochmal die Waffen einzusetzen. Ja, hast du gut gemacht. Man hat ja eigentlich genug Waffen. Das müsstest du sogar ohne Dive-Mister schaffen. Okay, wenn du das sagst, warte mal, probieren wir mal aus. Vielleicht, wenn du jetzt slidest und auf dem rechten Pixel dann. Ja, das versuche ich ja gerade. Das ist vielleicht doch ein bisschen krass. Es geht wahrscheinlich doch nicht. Jetzt knapp. Okay, dann mach's mit Waffe. Geht das so? Nee. Gut, dann geht's mit, ja. Mit Toadman würde es gehen, mit Diveman. Ja. Okay. Ja, sonst wäre die Wurm ja nicht Noid machbar gewesen, ne? Genau. Oh, dieser gefährliche Noid nicht machbar Wurm.
Und dann sind wir auch schon beim Endboss. Und wer jetzt hier echt keine Waffenenergie hat, der, ja, selber schuld. Dann weiß ich nicht, wo der die hingeschmissen hat. Ja, ich frag's mich dann auch. Ja. Dein zum Beispiel. Ja, irgendwie. Dein zum Beispiel. Dein könnte man es auch schmeißen. Was? Nein, ich will Not. So. Vom Prinzip her. So. Einmal noch. Mach fertig da. Und gut, das war's. Endgültig jetzt ein für alle Mal. Alles ist möglich. Kann man alles No-Hit machen und alles. Geht alles. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr sie ja in die Kommentare schreiben und fertig. Wenn ihr mir irgendwas nicht glaubt, wie zum Beispiel, hä, man kann ja gar nicht in der letzten Stage ein volles Waffenmenü haben. Also wenn ihr die Frage stellt, dann ganz ehrlich. Nein, sag es nicht, dann das ist heraufprovoziert. Jetzt kommt die Frage auf jeden Fall. Jetzt wird die Frage auf jeden Fall jemand stellen. Jedenfalls, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die jetzt nicht in diesem Video beantwortet wurden, was No-Hit machbar sein soll und so, dann stellt sie in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie meint, wir hätten jetzt irgendwas nicht hinreichend erklärt oder gezeigt oder sonst irgendwas, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten, ja. Legt uns am Arsch! Ansonsten können wir nur sagen, alles gut machbar, wir alles getestet. Wir haben sogar heute extra noch zwei extra Tests gemacht, die wir noch nie vorher gemacht haben. Dass man zum Beispiel in der Skullman-Leiter wieder zurückkommen kann und dass man sogar diese Items kriegen kann, ohne dass man den Drop macht. In der zweiten Weile-Stage, ja. Genau, also das sind zwei Tests, die habt ihr heute exklusiv gesehen, das erste Mal von den Erstellern. Also wenn euch das nicht zufriedenstellt, dann weiß ich nicht, wie wir euch noch helfen können. Hab ich auch keine Ahnung mehr. Meine Fresse. Ich denke, jetzt sind hoffentlich alle Fragen und jede Unklarheit endlich beseitigt und aus dem Raum gestellt. Und keiner kann mehr meckern, das ist doch gar nicht möglich. Ja. Ach ja. Aber du weißt, warum ich so einen Drang hatte, das mal so zu machen hier. Es gibt halt immer so Leute, die meinen, nee, das ist Not nicht machbar. Ja, genau. Das fand ich jetzt nicht so gut. Und das da war eine Falle, das fand ich jetzt auch nicht so gut. Ja. Gut, dann hoffentlich ist das jetzt endlich klargestellt, dass es geht. Und dass man auch bei Toadman von unten wieder nach oben kommt. Wo die Vögel sind, der Doppelvogel, weißt ja, wo ich meine, ne? Wir sollten jetzt eigentlich noch so einen Text einblenden, wo steht, dieses Video soll kein YouTuber provozieren. Bitte sehen Sie alle eventuellen Provokationsaussagen als Parodie an und nehmen Sie es nicht zu ernst. Ja komm, wer nimmt das denn zu ernst? Wer ist denn so blöd? Ja... Sagte er und hat schon tausende Hater-Kommentare dafür. Ich könnte es mir halt echt vorstellen. Ja. Okay. Doch, ja. Oh, es ist doch ein bisschen anstrengender gewesen, als ich gedacht hätte heute. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Es ist aber auch echt eine lange Aufnahme gewesen. Na, wie spät haben wir? 17 Uhr? Es ist schon 18 Uhr, fast 19 Uhr. WTF? Ja. Wir haben 5 Stunden Session jetzt hier gemacht. 5 Stunden? Wir haben um 14 Uhr angefangen. Oh, meine Fresse. Ja. Der Anruf geht jedenfalls... Moment, der Anruf geht seit... Ja doch, der Anruf geht seit 5 Stunden. So, 2. September 2015, 18.58 Uhr steht bei mir. Ja. Und der Anruf geht seit 5 Stunden, 1 Minute und 30 Sekunden. Meine Fresse. Wir haben fast direkt am Anfang angefangen. Also wir haben über 4 Stunden jetzt hier drin gesessen. Ja, okay. Skype ist bei mir einmal abgeschmiert, ne? Ja, aber das hat's mitgezählt.
Na gut, bei mir nicht, weil ich habe den Anruf neu gestartet. Ja, aber bei mir hat's mitgezählt. Habt ihr übrigens nicht mitbekommen, da das in einer Aufnahmepause war, wo kurz das Aufnahmeprogramm aus war. So. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich hoffe, euch hat der Hack trotzdem gefallen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja mal den Hack selber spielen, falls ihr ihn noch nicht gespielt habt. Ihr könnt auch gerne uns nach dem Hardmode fragen, wenn ihr daran Interesse habt. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Gut. Dann verabschiede mich auch mal. Ich hoffe, euch hat der Hack auch gefallen und ja, ihr könnt gerne Kommentare schreiben und so. Ja, wie ihr seht, ist alles machbar und so. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ja, ihr könnt uns anschreiben. Wenn ihr uns nicht in Skype habt, dann schreibt Kommentare. So, ich mache jetzt hier Feierabend dann. Bis dann, Leute. Ciao, haut rein. Ciao.